Ich bin heute Fräulein Comic-Augenbraue. Nee, Spaß beiseite. Ich habe meine Augenbrauen pigmentieren lassen. Das ist sowas wie Tätowieren, nur nicht ganz. Und das sieht die ersten 2 Tage immer sehr bescheiden aus. So wie eben auch heute. Nichtsdestotrotz, wir spielen Crusader Kings 3 weiter. Endlich. Und ich bin super gespannt, wo es uns heute hinbringt. Ich habe hier meine morgendliche Montagstasse, was bescheuert ist, weil es ist nicht Montag, logischerweise an dem Tag, an dem ich es aufnehme. Aber ich mag diese Tasse. Und ja, ich trinke Cola aus einer Tasse. Ich habe keine gewaschenen Gläser momentan. Wir haben angefangen, unsere Hauptstadt ein bisschen auszubauen. Das ist großartig. Genau, wir haben Edgar von Innsbruck, Anissa von Innsbruck und Gerberga von Innsbruck. Edgar hat schon einen Vormund, oder? Oh Gott. Habe ich meinen Sohn und Erben zu der sadistischen, ehebrechenden Hofärztin von mir geschickt, die nebenbei noch ein religiöser Eiferer ist? Schauen wir mal, wann ich meinen Sugar Daddy Papst wieder um Geld anbetteln kann. 877. Oh, September. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen dann wieder 100 Gold. Aber damit können wir uns immer noch nicht wirklich eine Armee leisten. Vielleicht suche ich mir noch eine zweite Frau. Nein, das hast du nicht gehört, Maskerose. Du bist meine einzig wahre. Ich würde niemals eine andere Frau suchen. Niemals. Kriege ich den dazu, dass er mich mag? Versuchen wir das mal. Wir machen einen Beeinflussungskomplott gegen Bürgermeister Amelrich. Ich würde dir ja auch eine Frau anbieten, aber meine Töchter kriegst du halt nicht. Und eine andere Frau kann ich dir nicht anbieten, weil du in Meran drin sitzt und nicht so irgendwie direkt vor mir. So, und jetzt warten wir eigentlich nur noch auf ein bisschen Geld. Dann sind wir Herzog. Heilige Scheiße. Ich habe nicht erwartet, dass wir in der zweiten Folge bereits Herzog werden. Das macht mir jetzt so ein bisschen Stress, weil wir so schnell unterwegs sind. Aber macht nichts. Macht nichts. Das ist kein Ding. Als euer Arzt bin ich der Wächter eurer Gesundheit, sagt sie, während sie konzentriert auf ihre Schuhe starrt. Darunter fällt auch eure Fortpflanzungsfähigkeit. Ich könnte euch eine Tinktur fertigen, die euch und eurem Ehepartner helfen könnte. Außerdem habe ich von experimentellen Behandlungen gelesen, die vielversprechende Ergebnisse lieferten. Bin ich unfruchtbar? Ich habe 3 wundervolle Kinder. Ich könnte eine einfache Tinktur mir besorgen. Damit hätte ich eine 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich einfach eine erfolgreiche Fruchtbarkeitsbehandlung habe. Ich könnte die Zukunft des Reichs steht auf dem Spiel, ich werde nichts unversucht lassen. Damit könnte ich zu 55%iger Wahrscheinlichkeit eine erstaunliche Fruchtbarkeitsbehandlung haben. Aber zu 36% passiert irgendwas Unvorhergesehenes und bei meinem Glück sterbe ich. Eigentlich wollte ich nur einen Ratschlag. Ich habe keinerlei Probleme dieser Art. Lasst uns das mit der Tinktur probieren. Ja! Wundervoll, wir sind fruchtbarer geworden. Und wir haben einen neuen Krieger bekommen. 17 Punkte in Kampfgeschick. Willkommen, Virigant. So, wir haben auf jeden Fall eine erfolgreiche Fruchtbarkeitsbehandlung, was ich großartig finde. Das heißt, ich kriege vielleicht noch ein paar hübsche Töchter, die ich verheiraten kann. Das wäre großartig. So, mir fehlt gar nicht mehr viel Geld. Wundervoll, mit der Fruchtbarkeitsbehandlung haben wir ein bisschen Zeit verunglimpft, Zeit verschoben. Erst mal ein Schlückchen Cola. Um meine Anerkennung in Worte zu fassen, setze ich einen Brief an Priesterkönig Eugenius auf. Ich setze mich mit einem Schriftgelehrten an den Tisch und gemeinsam setzen wir einen wahrlich prächtigen Brief auf, in dem seine Heiligkeit gelobt wird für seine Lüsternheit. Darüber, dass er ein Esel ist oder dass er rachsüchtig ist. Du bist ein total schlechter Katholik. Warum sollte ich dich... Oh, du bist auch der Papst. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich finde dich großartig. Warum bist du Papst? Du bist einfach ein schlechter Katholik. Du bist lüstern, du bist rachsüchtig, du bist stur und du hast keine Punkte in Frömmigkeit. Warum bist du unser Papst? Was ist da schiefgelaufen? Ich schicke ihm einfach, gelobt sei Gott, glaube ich. Das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, weil sonst mag er mich vielleicht nicht und dann kriege ich kein Geld mehr. Pikiniere und gepanzertes Fußvolk. Oh, ich habe noch eine Tochter. Ich möchte Brixen einnehmen und du hast mich daran gehindert. Ich nenne dich Brixen. Brixen ist ein wundervoller Name. Findet ihr nicht? Mögest du stark und weise werden, meine Tochter. Brixen von Innsbruck. Es ist das Geburtsrecht meiner Tochter, dass sie eines Tages verheiratet sein wird mit dem Grafen aus Brixen. Und da du eine Frau bist, muss ich dich leider hinrichten. Und da du auch nur eine Tochter bekommen hast, muss die leider auch weg.
Wilhelm von Österreich, den von der Steiermark, der von Salzburg. Die sind alle nicht so mächtig, wie ich das gerne hätte. Wie sieht's aus mit Böhmen? Nein, nein, echt nicht. Wie sieht's aus mit Kroatien? Kroatien ist schwach. Kroatien ist sehr schwach. Wie sieht's aus mit Italien? Italien ist stark. Wie sieht's aus? Hat der schon eine Frau? Wie wär's mit meiner Tochter? Wie wär's mit Geberga? Oh, fast. Okay, warum nicht? Warum nicht? Wartet. Das ist ein unglaublich gutes Ziel. Lasst mal hier einen Komplott starten. Ich werde dem auch einen Mündel anbieten. Du bekommst Geberga. Das ist die Tochter, die ich dir auch geben möchte. Das ist der Plan. Dann solltest du die Tochter nämlich auch mögen, weil sie zu dir an den Hof kommt. Und da sollte mir noch einen Bonus geben, dass ich das deinem Sohn andrehen kann. Es ist nur die Zeit, die jetzt ein großes Problem ist, weil der schon 14 ist. Prinz Lothar. Ja! Das ist der Sohn, ne? Warte mal. Ich muss... Ich habe Pause gedrückt. Nur, dass ich sicher gehe. Das ist der Sohn und das ist der Haupterbe von Italien. Und das ist meine Tochter Gerberga. Die nicht ganz so kluge. Ja, großartig. Nimm es an. Nimm sie zur Frau. Oh mein Gott, ein Bündnis mit Italien. Mit dem starken Italien. Ich bin ein bisschen entzückt. Vor allem wird die Königin werden. Angeheiratete Königin. Wisst ihr, was das bedeutet? Für die Bekanntheit von meinem Haus? Das ist großartig. Nimm jetzt an, Junge! Bitte! Ja! Oh mein Gott! Bündnis mit König Louis dem II., der Jüngere von Italien geschmiedet. Seid gegrüßt, Herzog Gunther K. von Tirol. Allzu gerne nehme ich das vorgeschlagene Verlöbnis an. Eure Tochter Gerberga und mein Sohn und Erbe Lothare verloben sich. So, zwei so wunderschöne Namen. Gezeichnet König Louis II., der Jüngere von Italien. Du wirst eine wundervolle Königin werden. Ah, das ist schön. Das ist schön. Jetzt haben wir ein schönes Bündnis. Was der Zufall so macht. Großartig. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Haupterben. Der ist erst verlobt. Warum mit ihr? Warum nicht mit einer von... Alter, was ist das für ein Pornobärtchen? Cool. Der hat leider sonst keine Töchter. Das ist Astrue. Wir brauchen was Katholisches. Haben wir noch irgendwo was Katholisches? Lass mich gucken. Die wollen dann immer oben in England Hilfe haben für irgendwas. Das ist furchtbar. Aber König, Kleinkönig Alfred von Wessex ist tatsächlich etwas, was für Brixen gedacht wäre. Ich meine, Brixen, ne, also wollte ja eigentlich in Brixen sitzen. Aber andererseits wirst du damit, mit dieser Ehe, meine liebe Tochter, wirst du deine Aufgabe erfüllen und wirst mir Brixen bringen. Indem ich dich nach, wohin schicke ich dich? Nach Wessex. Zu, Edelfuld Alfredsson von Wessex. Das passt schon. Alter, ich habe gerade so krasse Bündnispartner besorgt. Das ist richtig schön. Der Einzige, der immer noch keinen krassen Bündnispartner hat, ist halt mein Sohn. Aber ich habe hier halt den Albino-Perk, ne? Und ich will halt diesen... Sie ist lesbisch. Sie ist lesbisch. Biltrude ist lesbisch. Aber sie hat den Albino-Perk. Und ich hätte den Albino-Perk so gerne wieder mit dabei. Aber sie ist lesbisch. Oh, das macht das gerade schwierig. Oh, das macht das gerade richtig schwierig. Ist das der Grund, warum du eine Frisur trägst wie ein Mönch, Edgar? Und wir brauchen auch immer noch was für Anissa. Für meine wundervolle, erstgeborene Tochter. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich aus ihr machen soll. Ich habe ihr halt noch immer keinen Ehemann besorgt. Ich wollte sie nicht in ferne Lande schicken. Vielleicht lasse ich sie eine Nonne werden. Aber es wäre halt auch ein Waste mit dem Genie-Perk. Ich würde sie ja gern mit meinem Sohn verheiraten, aber ich darf Inzest in dem Sinne noch nicht machen, weil ich noch keine Religion habe, mit der das geht. Und Brixen will ich noch nicht angreifen, weil der Großteil meiner verbündeten Armee halt da oben liegt und ich selbst noch nicht genug Armee habe, um mich zumindest richtig halten zu können gegen ihre Verbündete. Wird Österreich mit 1000 Armee einmarschiert, habe ich ein Problem. Ein sehr großes Problem. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ich glaube, das ist das Erste, was wir brauchen. Anspannung habe ich keine, das ist eh total entspannt gerade. Meine Frau muss ich loswerden, wenn die mir nicht noch ein Baby macht. Ich hätte gern noch mehr Kinder. Ich kann es nicht glauben, dass ich meine jüngste Tochter Brixen getauft habe. Das sind so furchtbare Namen. Das sind so furchtbare Namen. Brixen. Könnte ich vielleicht das davor einnehmen? Das könnte ich davor einnehmen. Der hat nur 67 Dudes.
Da könnte ich mich ein bisschen schneller ausbreiten, bevor ich Brixen einen quasi hole. Wenn da oben was plündert, aber das interessiert mich eigentlich nicht. Und hier müsste ich doch eigentlich... Verteidiger des Glaubens. Anissa, heute herrscht Unruhe zwischen den Kindern. Eustach wollte von den anderen eine Predigt halten und wurde Ziel einer kleinen Rangelei. Anissa war rasend vor Wut darüber, dass jemand angegriffen wurde, nur weil er im Namen von Jesus sprach und verjagte die anderen Kinder. Damit würde sie jetzt in religiösere Eiferer werden. Damit würde sie tapfer werden. Und so würde sie ruhig werden. Wir beten sie in Diplomatie aus, ne? Religiöser Eiferer bringt ihr halt nix in Diplomatie. Ich will sie halt in Diplomatie weiter pushen. Ja, lassen wir das trotzdem, damit mögen sie zumindest ihre anderen Leute, also die anderen Klerusse und so weiter im Katholizismus. Und ich sorge dafür, dass sie dann nicht so schnell irgendwo anders hin konvertiert. Das ist vielleicht nicht so blöd, aber dennoch. So, wir kaufen jetzt erstmal diesen Anspruch um 250 Glaubenspunkte. Großartig. Und erklären dem jetzt erstmal den Krieg wegen meinen Ansprüchen. Oh, ich muss mit dem Dude von Salzburg Krieg führen. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Hoffe ich halt. Jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher. Ich rufe mal König Louis aus Italien dazu. Den aus England rufe ich nicht, weil bis der da ist, sind 100 Jahre vergangen. Natürlich werde ich mich euch in diesem Krieg anschließen. Unsere Gegner werden lernen, die Männer von Italien zu fürchten. Said no one ever. Aber gut. Nice try, man. Wir haben 2800 Männer. That should work. Ich glaube, der hat auch einfach nur Aufgebote, oder? Ja, der hat nur Aufgebote und Pikiniere, aber er hat 200 Pikiniere. Das ist schon ein bisschen heavy. Aber wir sollten das da trotzdem hinkriegen, weil wir verteidigen. Und wenn ich die Armee zerschlagen habe, dann ist das eh recht entspannt. Flieht der von mir? Hör auf wegzulaufen! Feigling! Lass Lienz in Ruhe und hör auf wegzulaufen. Den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir doch nicht. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Komm schon, komm schon! Wenn ich das jetzt verliere, fange ich zum Heulen an. Das Spiel hat mir gesagt, ich gewinne das, aber das sieht gerade nicht aus, als würde ich es gewinnen. Und ich glaube, ich fange gleich zum Heulen an. Ich sag's euch, oh mein Gott, ist das knapp. Oh mein Gott, ist das knapp. Oh Gott, wie die Zahlen runtergegangen sind. Alter, der hat halt immer noch 533 Armee. Ich brauche ganz dringend meinen Verbündeten aus Italien. Ich müsste zwei Töchter enterben. Aber ich könnte mit Anissa weiterspielen und die hat richtig krasse Perks. Ich will halt ehrlich gesagt mit der weiterspielen. Also wirklich dringend. Aber ich kann mir das nicht leisten. Und wie werde ich meinen Sohn los? Mein Sohn ist ja auch nicht schlecht. Er ist auch nicht gut, aber er ist auch nicht schlecht. Ah, das ist schwierig. Das ist richtig schwierig. Wie mache ich das? Ich meine, ich könnte auch dafür sorgen, dass Anissa definitiv bei mir am Hof bleibt, indem ich sie als Hofärztin einstelle. Dann habe ich die guten Perks zumindest bei mir am Hof vor Ort und kann zumindest meine Enkelkinder zu ihr in die Ausbildung schicken. Und das wäre worth it. Ich inspiziere gerade die Krankenstube der Kaserne, als ein schwerverletzter Soldat hereingebracht wird. Er verliert zu viel Blut. Wo ist der Arzt? Lubica ist unauffindbar. Mir läuft es kalt den Rücken hinunter. Ich bin vielleicht die letzte Hoffnung dieses Soldaten. Plötzlich steht wie aus dem Nichts meine Tochter Anissa auf meiner Seite. Sie krempelt die Ärmel hoch und schaut mich an. Geb mir die Aderpresse. Trete zurück, das ist mein Patient. Ich lasse ihn verbluten. Er hat nichts Besseres verdient. Lol. Gib mir die Aderpresse, wir machen das. Damit würde sie mich weniger mögen, aber ich würde 300 Bildungslebenswandelerfahrung bekommen. I'm sorry, Anissa. Du magst mich trotzdem noch, es ist okay. Ich habe sein Leben gerettet. Jetzt muss er nur noch überleben. Also wirklich überleben. Der ist halt immer noch verwundet und so. Aber der hat gute Punkte. Er hat echt gute Punkte, was also brillante Stratege und so weiter angeht. Und ich habe echt viele Lebenswandelsachen gerade bekommen. Ah, ist das eine fremde Armee? Hallo? Jetzt sehe ich das gerade erst. Wo bleiben denn eigentlich meine Verbündeten? Nur so mal am Rande. Wo bleiben eigentlich meine Verbündeten? So grundlegende Frage. Ich habe eigentlich zwei Verbündete. Wir sollten 6000 Mann sein. Wo zum Fick seid ihr? Alfred! Ah, da oben.
Ja, mach mal hinne jetzt. Wenn du die da oben ins Schiff gepackt hast, warum fährst du nicht einfach mit ihnen nach unten? Alfred, mach mal hinne jetzt. Ah, guck mal, jetzt ist die gegnerische Armee hier. Also nicht die gegnerische, meine verbündete Armee so. Wir haben Berechtsgarden bekommen. Jetzt, in diesem Moment, jawohl. Und dann geht's weiter nach Salzburg. Da kriegen wir gute Dingspunkte. So, ah, die Ehe zwischen den beiden funktioniert jetzt. Ich weiß halt nicht, will ich die? Ja. Mein Fürst, mein Bischof Ragnald nähert sich mit eiligen Schrittes. Ein ansässiger Händler hat eine Ausgabe des einflussreichen Werks Regula Pastoralis, aber er weigert sich, es mir zu verkaufen. Wenn ihr ihn davon überzeugen könnt, wie fehlgeleitet diese Entscheidung ist, stünde ich in eurer Schuld. Das ist dein Problem, Bischof. Ich habe kein Geld dafür. Ich bin im Krieg. Es gibt gerade wichtigere Dinge als ein Buch. Zum Beispiel, dass mein unfähiger Sohn immer noch nicht verletzt wurde und ich ein bisschen Angst habe, dass der ein Kind macht, bevor er stirbt. Andererseits, sie ist lesbisch. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Anissa möchte seit langem nur noch eines, einen Kreisel. Wie das sie mein Reich erbt, ne? Die Kreiselprinzessin. Ich habe ihr gesagt, dass ich ihren Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn sie sich mehr auf ihre Studien konzentriert. Sie winkte einfach nur ab und meinte, das interessiere sie längst nicht mehr. Damit würde sie sprunghaft werden. So würde sie zufrieden werden und mit dem würde sie treuherzig wollen wir nicht. Sie wird in Diplomatie ausgebildet, also entweder sprunghaft oder zufrieden. Zufrieden würde ihr halt mehr bringen. Ränkespiel brauchen wir auch nicht. Bildung würde damit gepusht werden und damit würden die meisten Leute, also die Vasallen und die Lehnsherren würden sie mehr mögen. Das heißt, wir machen sie zufrieden und damit ist meine ultimative Tochter hier, Alter, ist halt fucking genius, Frau. Ich muss dich loswerden, Edgar. Es ist nicht böse gemeint, aber kann ich dich schon... Ich kann dich bestimmt schon enterben, oder? Oh, ist das teuer. Ich könnte halt nur eine Tochter enterben. Die andere kann ich mir... Doch, 75. Ich könnte mir beide leisten, aber mir fehlt's an Ruhm. Dann könnte ich mit Anissa weiterspielen. Aber dafür müsste ich meinen Sohn töten. Weil das kann ich mir nicht mehr leisten, den zu enterben. Ja, ich werde es davon abhängig machen. Ich werde es davon abhängig machen, wie sich das jetzt hier so weiterentwickelt. Ich werde es davon abhängig machen. Was soll ich tun?